Nach vielen Bergen und langen aufregenden Abfahrten kommen wir jetzt in Malatya an. Irgendwo hier wartet unser Gastgeber auf uns. Wie bestellt taucht plötzlich ein junger Radsportler auf, um uns an unser Ziel zu bringen. What's your name again? Erjan. Bei Erjan dürfen wir jetzt erstmal regenerieren. Er ist erst seit kurzem Couchsurfer und wir gehören mit Neil aus England und Kanako aus Japan zu seinen ersten Gästen. Erjan ist ein super Gastgeber und gibt uns sogar Nachhilfe in Straßentürkisch. But I. Namrud wants to. Wants to. Ganz in der Nähe von Malatya befindet sich der Berg Nemrut. Vor über 2000 Jahren errichtete hier König Nemrut sein Denkmal. Die Überreste sind heute noch beeindruckend und die Kulisse lädt zu spektakulären Sonnenauf- und Untergängen ein. Auf dem Berg erweist sich unser Gastgeber nicht nur als hervorragender Touristenführer, sondern auch als lustiger Entertainer. Hey, girls, I am saying you, my eyes color changing at the sun. Please be careful, if not, you will be falling down. Hey, girls. My eyes change in the car, yeah, at the sun, okay? Be careful. Weil Erjan so viel Spaß als Gastgeber hat, lernen wir noch zwei Amerikaner aus Colorado kennen. My name is Sarah Joy Pont and I am from Colorado in the United States and I love crowdfunding. Sarah Joy hat in den USA ihre eigene Crowdfunding-Plattform ins Leben gerufen und innerhalb von 2 Jahren mehrere hunderttausend US-Dollar für soziale Projekte gesammelt. Als wahre Expertin suchen wir bei ihr Tipps und Ratschläge für unser Projekt. Like you get here at 3 in the morning, you know, tell us that you know about toilets and fundraising and all that stuff. I mean, how lucky can we get really? Thanks. The universe is good. Yeah, I think so. Yeah. Okay. Wir sind uns sicher. Mit eurer Hilfe erreichen wir das Ziel und noch viel mehr.